Konnichiwa, Bitches. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres deutschen Trailer Tutorials. Episode 10 heute, Care Package Stall. Und legen wir auch gleich mal los. Zu Beginn, ihr kennt langsam das Prozedere. Natürlich erstmal, wie dieser überhaupt auszusehen hat, wie er aussieht. Ihr könnt euch dann natürlich dabei denken, was ihr machen müsst, weil ihr es ja direkt seht. Logisch, oder? Soweit können wir wohl alle denken, ganz genau. So. Was benötigt wird, natürlich eine Sniper. Eure Sekundärwaffe ist meines Erachtens und vor allem meines Wissens auch relativ egal. Ich würde sagen, womit ihr am besten klarkommt. Das ist immer am besten, ja. Dann braucht ihr natürlich noch euren Gegner oder euer Opfer oder wie ihr es immer nennen wollt, egal. Und natürlich ganz wichtig, wir brauchen ein Care Package, denn ohne diesen würde der sogenannte Care Package Doll, wie es der Name schon sagt, überhaupt nicht funktionieren. Was ihr machen müsst, ihr seht es. Das Care Package möglichst nah an eine Kante eines Plateaus werfen, dass, wenn man runterspringt, dieses noch in der Luft aufnehmen kann. Hier erstmal das normale Prozedere, wie es überhaupt funktioniert. Vom Plateau abspringen, in der Luft X gedrückt halten, um das Care Package einzunehmen. Ihr könnt es natürlich komplett einnehmen oder eben nur zur Hälfte, sodass ihr mehrere Versuche habt. Aber es ist euch überlassen, je nachdem, wie ihr es wollt. Oder ja, wie lange ihr auf X gedrückt haltet, ist egal, ja. Natürlich noch, wie immer, womit man diesen kombinieren könnte. Ich habe jetzt hier mit vielen Drehungen, mit Moonwalk, mit Barrel Roll, mit Fakie, mit was auch immer, mit Leck mich am Arsch, keine Ahnung. Alles so ein bisschen hier zusammengewürfelt. Aber ich würde sagen, wenn ihr den macht, macht den am besten euren Levels entsprechend, ganz genau, dass ihr den auch möglichst oft hinkriegt. Und natürlich habt Spaß damit. Ciao.